Dann heiße ich herzlich willkommen zu der, ich glaube, 11. Vorlesung jetzt. Und zunächst deine Ankündigung. Es wurde gefragt, beziehungsweise die Frage tauchte auf, wann die Prüfungen stattfinden sollen. Jetzt gibt es erstmal zwei Termine, die werden auch auf der Webseite bekannt gemacht. Sei mal der 16.07., das ist Mittwoch. Von 10 bis 15 Uhr gibt es da halbstündige Slots. Am 3. September gibt es noch einen Termin, auch 10 bis 15 Uhr. Und wenn einer von denen voll ist, wird ein neuer angelegt. Also ich will jetzt nicht 4 Tage angeben und dann sind ja alle nur zu ein Viertel gelöst, genau, gefüllt. Zur Anmeldung, genau, erstmal die zwei. Gehen Sie bitte zu Frau Sabine Frese, die ist auch, ist sie auf der Webseite genannt? Ich glaube, ja, die ist auf der Webseite verzeichnet, das ist die Sekretärin vom Lehrstuhl Rechnernetze. Dort können Sie sich anmelden und für den ersten Prüfungstermin, Zeitraum sollten Sie es auch bald machen. Ich glaube, bis einen Monat zuvor muss man sich anmelden. Sie haben zwar noch ein bisschen Zeit, aber nicht zu viel Zeit. Ja. Ihr habt schon mal eine Prüfung gemacht. Okay, super. Ein anderer Punkt. Genau, die Vorlesung an meinem Geburtstag, 18.06., fällt aus. Aber aus anderen Gründen. Da findet. Ich glaube, da gibt es eine Raumkollision. Ja, gibt es eine höher priorisierte Veranstaltung? Es tut mir jetzt persönlich, also ich leide mit Ihnen, aber wir werden inhaltlich natürlich alles nachholen. Na gut, ein anderer Punkt, den ich auch noch nennen wollte, bezüglich der Praktika. Also es gibt ja diese zwei Praktikumsaufgaben. Die zweite kommt bald, noch nicht heute, aber bald. Zu der ersten ist es empfehlenswert, die zu machen und sich dafür. Es ist. Sie können sich natürlich, also Sie können sich erstmal zu der mündlichen Prüfung anmelden. Also Sie müssen sich jetzt nicht bis zur Anmeldefrist das Praktikum gemacht haben, aber bis zur Prüfung schon. Und ich glaube, bisher hat sich noch niemand angemeldet, genau. Wir wissen nicht. Melden Sie sich mal an. Machen Sie einen Termin aus. Das ist. Es ist auch nicht so. Also, Sie können die Aufgabe auch sehr gut meistern. Ich glaube, die schnellste Zeit war eine Dreiviertelstunde, meintest du. Also, setzen Sie sich mal zusammen, schauen Sie sich die Arbeit, die Aufgabe an, besprechen Sie die, melden sich dann an und absolvieren Sie die. Okay, noch weitere Ankündigungen? Nein. Doch, die nächsten. Ja, nee. Sonst besonders, also nächste und übernächste Woche wird Philipp die Vorlesung halten. Ich bin da nicht, sogar die nächsten 3 Wochen. Ich bin da nicht in Deutschland, bin unterwegs. Und es wird auch noch der Spitzlei, der wird auch noch, der macht die Praktika, okay. Das ist ganz spannend. Okay. Genau, also seien Sie nicht überrascht. Es läuft weiter. Okay, das dazu. Wir haben jetzt. Okay, genau, dann machen wir nochmal die Hausaufgaben zur DNS-Simplification oder welche. Okay. Okay, also wir hatten zwei Hausaufgaben. Die erste war DNS-Amplification. Nochmal eine kurze Wiederholung. Was war DNS-Amplification? Nicht E-Mail, sondern Absender-IP-Adresse. Also wir schicken, es war ein Denial-of-Service-Angriff, wir schicken ein ganz, ganz kleines Paket zu einem unbeteiligten DNS-Server, spoofen da die Absender-Adresse, die IP-Adresse und derjenige, dessen Adresse wir eingetragen haben, der kriegt jetzt eine riesige Antwort. Das heißt, wir wollen eine riesige Antwort mit einem kleinen Paket generieren. Ja, dann frage ich doch mal direkt, wer hat die größte Antwort generiert? Also, wir können mal ausprobieren. Machen wir mal dick einfach Punkt. Das ist root. Gucken wir mal, wie groß die Antwort ist. Das Paket ist jetzt so 16 oder so 20 Byte ungefähr groß. Und die Antwort ist 92. Das ist nicht gut. Nee, also besser ist es, in Wireshark zu messen. Geht das hier in deinem?
Wo ist dein Wireshark? Achso, hier ist kein Wireshark drauf. Die Frame hat kein Netzwerk. Ach, das geht auch nicht. Okay. Dann werden wir es heute einfach mal so machen. Ihr müsst dann im Wireshark jeweils gucken, wie groß das Paket ist. Da seht ihr natürlich die richtigen Zahlen. Ihr habt völlig recht, das ist nur so ein grober Hinweis. Alle Anfragen, die ihr generieren könnt, sind wahrscheinlich so um die 20, 30 Byte groß. Für die Antworten haben wir aus der Textrepräsentation, können wir ungefähr raten, wie groß die ist. Und ihr seht, diese Antwort ist nicht gut. Die ist sehr, sehr klein. Wie kriegen wir eine größere Antwort? Okay, was hast du gemacht? Also 4000 Byte ist schon eine hervorragende große Antwort. Ich habe einen schönen Blog gefunden, da bloggt einer einfach darüber, wenn er so eine DNS-Notification auf seinem Server sieht. Da habe ich einfach mal so zwei, drei Adressen ausgesucht. Also er betreibt einen OpenDNS-Server und der bloggt halt automatisch, wenn er sieht, dass wahrscheinlich gerade eine Attacke läuft. Okay. Okay, also Any ist schon gut. Können wir ausprobieren? Was? X11. So, dann probieren wir nochmal mit Any. Welche Domain hast du genommen? Aber wir nehmen mal HU. Das sieht ja schon deutlich besser aus. Bei HU kommt schon ganz viel. Aber bei Viradisch oder bei anderen Domains ist noch viel, viel mehr. Warum ist denn... Also, wir sehen schon hier, was ist hier dabei? Hier ist A-Records, hier ist MX-Records. Die sind alle ziemlich klein. Welche Records ist denn noch viel, viel größer? Könnt ihr nicht wissen, kommt heute in der Vorlesung. Es gibt auch kryptografische Records. Und wenn wir das zum Beispiel bei aitf.org mal fragen... Dann kriegen wir sowas. Das sieht natürlich viel, viel besser aus. Sehen schon hier. Da kommt man so in Riesengrößen von 4000 Bytes. Amplification-Faktoren sind dann, was hast du mal ausgerechnet? Ja, 50 ist ein klasse Amplification-Faktor. Viel, viel besser geht es auch sowieso. Also da gibt es andere Protokolle. Ich glaube, bei Quake kriegt man noch 80 raus. Aber bei fast allen anderen Protokollen wird man niemals so riesen Amplification-Faktoren rauskriegen. Du kannst natürlich deine eigenen Domain auch machen, aber das Problem ist, da kann ja jemand diese Domain blocken. Das möchtest du ja nicht. Also du möchtest ja schon, dass du beliebig große Ergebnisse hast. Also Andy ist immer ganz gut. Wir haben jetzt noch ein Problem. Wie groß war jetzt das UDP-Paket, das wir bekommen haben? Hat jemand ganz genau aufgepasst? Ich scroll mal hoch. Wie ich denn hier scrollen kann? Mit zwei Fingern? Ah. So. Achtung. Was jetzt hier passiert ist, wir sind auf TCP umgeswitcht. Warum? Naja, das Paket war einfach so riesig. Da steht dort truncated, also die Antwort hatte ein Bit drin, die sagt, okay, so eine riesige Antwort schicke ich dir gar nicht. Aus Schutzgründen gegen die NS-Amplification. Das heißt, wir brauchen noch einen Server, müssen wir finden, der uns diese riesigen Antworten auch weiterschickt. Und also wir wollen ein kleines UDP-Paket schicken und der soll uns ein riesen UDP-Paket wieder zurückschicken. Das macht dieser Server, der standardmäßig eingestellt ist, nicht. Wie hast du den gefunden? Okay, also welchen Server hast du denn gefragt? Achso, du hast deinen speziell konfigurierten. Okay, also wenn man einen speziell konfigurierten Server nimmt, den möchte ich natürlich... Okay, wenn eben von jemand anders ist, ist das... Das kannst du machen, aber eigentlich möchtest du es ja von einem Opfer machen. Also du möchtest ja nicht derjenige sein, der den DNS-Server bereitstellt, weil dann musst du ja für den ganzen Traffic zahlen. Das ist ja gerade die Idee, dass du sagst, ich habe ganz, ganz wenig, also ich habe ein bisschen Traffic und ich kann jetzt durch diese DNS-Amplification sehr, sehr viel Traffic erzeugen. Gut. Gibt es dazu noch Fragen? Hat jemand noch schönere Amplification-Faktoren als 50? Nicht? Gut. Dann schauen wir uns die nächste Hausaufgabe an. Die will ich auch wieder nur ganz kurz besprechen. Wir werden eine Musterlösung publizieren. Da ging es darum, man sollte Hashes brechen. So, wir hatten diese Hashes. Nochmal eine kurze Wiederholung. Also, warum hashen wir überhaupt Passwörter?
Warum ist das überhaupt wichtig? Wir können doch einen sicheren Dienst haben, dann haben wir das Problem nicht. Da ist völlig egal, ob wir die Passwörter im Klartext speichern oder nicht. Genau, das Problem ist, es ist richtig schwierig, einen sicheren Dienst zu haben. Und irgendwann kann es sein, dass unser Dienst gehackt wird. Das heißt, dann kommt jemand an die Passwörter dran. Aus diesem Grund hashen wir die Passwörter. Das heißt, insbesondere Passwörter verschlüsseln, ist das sinnvoll? Hört man ganz oft, wir haben unsere Passwörter verschlüsselt mit AES. Bringt das was? Verschlüsselung kann relativ einfach zurückgerechnet werden. Per Definition muss es eine Entschlüsselung geben? Also, sonst ist keine Verschlüsselung, sonst ist das Daten wegschmeißen. Also, die Zeit ist relativ einfach im Vergleich zum. Nicht nur. Ja. Beim Hash ist es unmöglich, das rückzurechnen. Also ja, es ist vergleichsweise einfach, weil es ist möglich. Definitiv, Verschlüsseln bringt nichts, weil, wenn unser Dienst gehackt wird, wird nämlich auch unser privater Schlüssel gehackt. Oder unser symmetrischer Schlüssel, wenn wir einen haben. Oder unser Passwort. Das heißt, es bringt überhaupt nichts, Passwörter zu verschlüsseln. Es sei denn, man hat den Schlüssel nochmal woanders. Also wenn wir den Schlüssel jetzt auf einem anderen Gerät haben, das würde vielleicht irgendwie was helfen. Aber typischerweise haben wir alles auf einem Gerät. Da hilft es überhaupt nichts, das zu verschlüsseln, sondern wir müssen es hashen. Das können wir auch nicht wieder zurückrechnen. So, jetzt fangen wir direkt mit dem ersten Hash, dem hier. Ich möchte jetzt eigentlich gar nicht unbedingt wissen, was das Ergebnis ist, sondern eher, wie man die hacken kann. Oder wie man rausfinden kann, also hacken, wie man rausfinden kann, was die Eingabe war. Welchen Fehler hat der Programmierer hier erstmal gemacht? Ja, also viel zu kurz und vor allen Dingen kein Sort, das ist noch fast das Schlimmere erstmal. Das heißt, wir können jetzt mit einer beliebigen Rainbow-Table, dieses Passwort gab es früher sogar in Google, irgendwie hat Google das entfernt, vielleicht hat ja jemand seinen Antrag gestellt, darf man ja neuerdings. Auf jeden Fall, so diesen Hash, den kann man einfach in eine beliebige Webseite eingeben, da gibt es einige Webseiten und die werden einem sofort das Ergebnis rausgeben. Jetzt hast du schon was Gutes erwähnt, das Passwort ist viel zu kurz. Warum war das denn so einfach, das zu knacken? Genau, aber wie sieht mein Code aus, um das zu knacken? Ja? Wir sehen ja aus dem vorherigen Passwort, dass keine Zahlen, sondern Zeichen und Buchstaben sind. Da können wir 24 Buchstaben durchgehen und 26. 26 Buchstaben durchgehen und das zusammen. Okay, also wir nehmen alle Permutationen, alle 26 Buchstaben generieren wir. Berechnen jeweils den Hash und gucken, kommt das vor. Jetzt würde ich auch mit euch mal gerne besprechen, wie kriegen wir denn bessere Passwörter als die ersten? Also welche Sachen müssen wir ändern, um das erste Passwort zumindest mal ein bisschen besser zu machen? Jure? Gut, das hat man bei der dritten Aufgabe schon gemacht. Da hat jemand das Passwort ein bisschen länger gemacht, schon noch nicht ultimativ lang, aber schon deutlich länger und hat auch Buchstaben verwendet. Wer hat das denn geknackt, das dritte Passwort? Zwei. Wer hat das zweite Passwort geknackt? Drei. Also anscheinend haben es noch nicht so viele Leute versucht. Also die ersten beiden Passwörter sollten auf jeden Fall auch mit CPU zu knacken sein. Ich will jetzt die Leute fragen, wie habt ihr das dritte Passwort geknackt? Habt ihr da auch wieder mit Brute Force das probiert? Es geht, also das ist mit Brute Force noch so gerade so machbar, aber es wird richtig, richtig schwierig. Was habt ihr gemacht? Genau, das ist ein einfaches Leadspeak hier. Das ist jetzt nicht so geheim, was man so alles machen kann. Viele Passwörter sehen auch so aus. Es ist erst ein Passwort, danach kommt eine Zahl. Das haben viele so. Passwort ist unsicher, aber Passwort 1, 2, 3 haben die dann. Und Leadspeak ist auch sehr, also sehr einfach und auch weit verbreitet, aber es ist nicht sicher. Das heißt, was ein Passwort-Cracker macht, ist typischerweise genau das ausprobieren. Es gibt dann Passwörter, die ein bisschen besser aussehen. Wie zum Beispiel das letzte Passwort. Wer hat's geknackt? Okay. Nur eine. Bitte nicht verraten, wie. Wir wollen die Aufgabe nächstes Jahr wieder stellen. Dieses Passwort folgt auch einem Schema. Und das sieht jetzt zwar erstmal schon viel, viel besser aus. Also es ist zufälliges Zeug, es kommen Zahlen vor, kommt sogar ein Sonderzeichen vor, kommt sogar ein Doppelpunkt vor.
Aber das folgt auch einem Schema. Das heißt, wenn ihr ein Passwort wählt, sollte das entweder richtig lang und richtig zufällig sein, dann ist es egal, ob es einem Schema folgt oder nicht. Also wenn ihr ein Schema habt, dass ihr die ersten Buchstaben von Wörtern nimmt, aber ihr nehmt einen Satz mit 20 Wörtern drin, dann ist das völlig egal, ob das ein Schema ist. Dann ist das einfach, weil ihr so eine große Entropie habt, macht das keinen Unterschied. Aber euch sollte klar sein, dass ein Schema wie das dritte Schema, also hier irgendein Wort nehmen und eine Zahl hinten dran und vielleicht nochmal Leadspeak, das ist nicht wirklich viel sicherer. Das kann man immer noch ziemlich genauso schnell knacken, wie als wenn man einfach ein Wort nimmt. Also noch schlimmer wäre natürlich, wenn ich jetzt einfach ein Wort nehme. Ich weiß nicht, also Passwort hatte ich schon oft erwähnt, aber sowas wie den Namen des Dienstes oder mein Hundenamen, das sind keine guten Passwörter. Gibt es dazu noch Fragen? Ich bin ja enttäuscht, dass ihr das nicht alle geknackt habt. Das heißt, wir werden uns dann überlegen, welche fiesen Fragen wir in der Prüfung dazu stellen können, wie man solche Passwörter knackt und besser wählt. Gut. Dann war es das mit den Hausaufgaben. Dann wiederholen wir noch kurz ein bisschen. Wir haben herausgefunden, Passwortspeicherung ist richtig kompliziert. Haben wir gerade in Übung. Haben wir richtig gesehen, also Passwortspeicherung ist kompliziert. Und was wir stattdessen wollten, ist ein Single Sign-On. Mit einem Single Sign-On haben wir einen zentralen Dienst, der hat unser Passwort. Der hat vielleicht sogar noch eine Mehrfaktor-Authentifizierung. Also vielleicht muss ich mich dann noch mit dem Token authentifizieren oder mit einer SMS. Und es gibt so einen Dienst. Wir haben jetzt einen Dienst gesehen, das war Kerberos. Mal ganz kurz eine Wiederholung, wie funktionierte Kerberos? Kerberos hatte nur symmetrische Kryptographie. Wir haben ein Key Distribution Center, der hat den symmetrischen Schlüssel von jedem Teilnehmer. Also die heißen Principals, also sowohl von den Benutzern als auch von den ganzen Diensten. Und dann gehen wir halt hin, als Benutzer gehen wir zu unserem Key Distribution Center und sagen, ich würde gerne eine Verbindung aufbauen. Unser Key Distribution Center würfelt einen Schlüssel aus und gibt uns den Schlüssel verschlüsselt, das sogenannte Ticket. Also hier in Rot eingezeichnet. Wir haben den roten Schlüssel. Und können es damit wieder entschlüsseln. Das heißt, wir kriegen dieses Session-Ticket, das KB haben wir. Und das hier kann niemand entschlüsseln außer Bob. Das heißt, was machen wir damit? Sinnvollerweise geben wir das Ticket an Bob. Haben dabei einen Authenticator. Wir erinnern uns, dabei hatten wir noch einen neuen Angriff kennengelernt. Wer kennt den noch? Replay, genau. Also wir hatten einen Replay-Angriff. Den haben wir nachher gesehen. Das heißt, wenn jetzt jemand diesen Authenticator hat, kann man den nochmal senden. Ich kann noch versuchen, dass die gleiche Transaktion ausgelöst wird. Das ist ziemlich interessant manchmal, weil ich kann dann zum Beispiel als Händler bei Amazon, ist es vielleicht durchaus sinnvoll, dass ich eine Transaktion nochmal auslöse. Klar, kann ich halt mehr Geld verdienen. Wenn ich halt sowieso irgendwie mein Gummibärchen für 3 Euro verkaufen kann, dann kann ich sogar 10 Gummibärchen für 30 Euro verkaufen. Das heißt, da muss man immer aufpassen, wenn man irgend so ein Protokoll designt, ein Krypto-Protokoll, dass man solche Replay-Angriffe nicht erlaubt. Die gibt es auch ziemlich oft in der Praxis, also zum Beispiel gegen die aktuellen Chip- und TAN-Verfahren, das bei euren Bankkarten eingesetzt wird, gibt es genau solche Angriffe. Die sind manchmal etwas tricky. Ist auch tricky, die zu verhindern. Gut, also auf jeden Fall haben wir Kerberos gesehen und wie klappt das? Naja, wir gehen mit dem Ticket hier hin. Wir verifizieren, dass hier der Authenticator richtig verschlüsselt ist. Schicken was zurück, damit weiß auch Alice, dass sie mit Bob spricht. Und zum Schluss wissen beide, dass sie mit den anderen jeweils sprechen. Wir haben noch ein paar Erweiterungen besprochen. Die wichtigste Erweiterung war das mit dem Ticket-Granting-Tickets. Da stellen wir uns erst ein Ticket-Granting-Ticket hier, das ist das lilane, SA. Und dann gehen wir nachher mit dem Ticket-Granting-Ticket, gehen wir zu einem Ticket-Granting-Server und holen uns da das eigentliche Token. Gibt es dazu noch Fragen zu Kerberos? Wenn nicht, dann schauen wir uns jetzt nämlich mal ein anderes System an. Das funktioniert ein bisschen anders. Das heißt OpenID. So, genau. Was kann ich denn vorstellen? Was waren denn so die Nachteile von Kerberos? Weshalb hat es sich, sagen wir mal, nicht so weit, also im Unternehmensnetzwerk, in einem abgeschlossenen Umfeld ja, aber über Unternehmensgrenzen weit hinweg, was könnten da für Probleme denn existieren?
oder? Ist es super? Sollten wir es im Internet verwenden, ja? Ja, also genau, ein Problem ist genau dieser Server, also wer soll den betreiben, soll es nur einen geben und wie erfolgt, also jeder, der diesen Authentifizierungsdienst nutzen möchte oder diesen Schlüssel, diesen Freigabedienst, der muss mit dem ja Schlüssel ausgetauscht haben und dann ist halt so eine Organisationsfrage. Und eine Möglichkeit, das eben aufzulösen, wird meiner Meinung nach durch OpenID realisiert, das auch Single Sign-On eben im Web realisiert, bei der es drei Rollen gibt. Es gibt einmal den Kunden, der sich authentifizieren möchte. Dann gibt es die Relying Party. Das ist die Webseite, der gegenüber sich der Nutzer authentifizieren möchte. Und es gibt einen Provider, der diese Authentifizierung realisiert. Haben Sie das mal genutzt? Mal die Frage, wir kommen gleich noch zu den Rollen, wie das genau aussieht, aber OpenID, sagt das uns was? Gibt es schon seit ein paar Jahren, ja? Ich glaube, Facebook und Google ist was anderes. Okay, schauen wir mal, wie das realisiert ist. Vielleicht fallen die dann noch einige ein. Also, wer sind so die Consumer, also bei denen man OpenID nutzen kann, um sich einzuloggen? Genau, SourceForge, Stack Overflow. Und wer bietet diesen Dienst an? Das heißt, wer kann die Authentifizierungsinformationen des Users verwalten, um sie dann gegenüber einem solchen Konsumenten, einer dritten Party, Relying Party, gegenüberzustellen? Das sind dann entweder Anbieter wie AOL oder Google, MyOpenID, Steam. Genau, also es gibt viele Möglichkeiten, wie man das realisieren kann. Wir stellen nur eine vor, es geht ja auch ums Prinzip und um den Unterschied zu Kerberos. Okay, wir haben also gesagt, es gibt drei Nutzer, drei Rollen. Einmal den Provider, zum Beispiel example.com, der hat die Authentifizierungsinformationen zu Alice. Dann gibt es die Relying Party, der gegenüber sich Alice jetzt authentifizieren möchte. Und es gibt Alice, den Kunden, der möchte zeigen, der möchte sich Bob gegenüber ausweisen, ja, ich bin Alice und ich möchte auf diesen Dienst zugreifen. Als ersten Schritt teilt Alice dem Consumer mit, dass sie gerne OpenID verwenden möchte und über welchen Provider sie das nutzen möchte. Also hier in diesem Fall example.com. Das heißt, was muss Bob schon Grund, also geht es mit jedem Dienst im Internet? Können wir jetzt unsere eigene Webseite aufsetzen und die Leute können sich dann per OpenID da authentifizieren? Nein, also die Aussage ist nein. Man muss natürlich da Relying Party sein, man muss wissen, welche, also man muss eingebunden sein in das System, man muss diese Funktion, diese Rolle übernehmen und man muss auch einstellen, gegenüber welchen Providern man das unterstützt. Man kann es aber. Genau. Muss die. Genau, Connect. Okay, und die Informationen werden dann wahrscheinlich aus den Cookies gezogen. Also, weil woher, wenn ich da draufklicke, auf den Button, dann muss ich ja dennoch meinen Usernamen irgendwo herziehen. Nee, genau. Nee, ich meine. Okay, da kommen wir. Genau. Okay, genau, da kommen wir dazu. Also zuerst teilt Alice dem Consumer mit, dass sie sich per OpenID einloggen möchte.
daraufhin ruft Bob diese ID auf, die URL auf und hinterfragt eine Art Zugangsschlüssel, also dieser Handle, der erlaubt den Zugriff, so wie ich es verstanden habe. Also es ist so ein Repräsentant und das gibt dann einen Schlüssel dazu, den später Alice vorweisen muss, um nachzuweisen, dass sie genau authentifiziert ist. Also der Provider generiert quasi die Anfrage, also die Bestätigung und Berechtigung. Es ist eine Anfrage, so eine Art Challenge Response und die Response und die Anfrage wird dem Bob mitgeteilt. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Was da passiert als nächster Schritt ist, Bob teilt Alice mit, dass er sich verbunden hat und zwar über dieses Example-Login soll Alice sich jetzt ausweisen und das Ergebnis an Bob zurückschicken. Und damit ein Zustand mitgeteilt wird, also um was geht es denn, um welche Anfrage geht es, wird dieses Handle mit überwiesen. Aber nicht die Bestätigung, also das ist quasi das Versteckte, der Schlüssel, das Schlüsselsymbol, dieser Message Authentication Code ist das, was nur Alice quasi, also was Alice nachweisen muss, um sich auch zu authentifizieren. Also Alice weiß jetzt, okay, dort muss ich mich einloggen, dort muss ich mich gegenüber ausweisen, das Ergebnis muss ich an Bob zurückschicken und es geht um diese Anfrage. Daraufhin startet sie eben die, loggt sie sich beim OpenID-Provider ein. Bei dem hat sie sich registriert, also der kennt ihre Zugangsdaten, dem gegenüber kann sich ausweisen. Sie teilt mit, okay, ich möchte das an Bob zurückschicken. Ich bin dieser User, Username, Passwort teile ich mit und es geht um diese Anfrage. Jetzt wird von dem Provider geprüft, ob das wirklich alles ist, ob das Passwort stimmt, ob dieser Handle so rausgegeben wurde und falls die Zugangsdaten von Alice stimmen, erzeugt der Provider nun eine Number Used Once, so eine Art genau, einmaligen Wert, der sich aus Timestamp und Random zusammensetzt. Es enthält wieder diesen Handle, also über welche Anfrage geht es denn? Und schließlich eine Signatur, dass es für Alice ausgestellt wurde über diese Nonce und dieser Schlüssel und dies wird an Alice mitgeteilt. Wozu brauchen wir denn was meinen Sie, wozu brauchen wir denn so eine Number Used Once, so eine Nonce? Ja? Genau. Genau, weil sonst könnte man die Bestätigungen, die wir erhalten, ständig neu schicken und hätten stets Zugriff. Okay, jetzt hat also Alice diese Bestätigung bekommen. Jetzt muss sie Bob gegenüber nachweisen, dass sie eben berechtigt ist. Okay. Genau, also das Grüne, das wird hier mitgeteilt und was eben daraus sich berechnen lässt und was prüfbar ist, wenn Alice jetzt diese Nonce mitteilt, den Handle mitteilt und diesen Hash, den kann sie selbst, also den Schlüssel erfährt sie nicht, aber wenn sie eben dieses Paket an Bob weitergibt, dann kann Bob sich berechnen, okay, ich habe, Bob kennt dann den Usernamen, Bob erfährt von Alice auch die Nonce und Bob konnte aus der ursprünglichen Antwort vom Provider sich diesen Schlüssel berechnen, also die Message Authentication Codes und kann dann quasi diesen Hash, diese Signatur auch nachbauen. Und das, was jetzt quasi passiert ist, ist, dass Alice sich gegenüber dem Provider authentifiziert hat und nachgewiesen hat, dass diese Authentifizierung stattgefunden hat, weil sie eben sonst nicht in den Besitz dieses Hashes gekommen wäre und den jetzt Bob prüfen kann. Also Alice hat Bob bewiesen, dass sie Alice ist, dass sie sich dort angemeldet hat und Bob kann das prüfen, indem sie eben diese Eingaben prüft, den Namen, die Nonce, die Handle
die Bob auch schon am Anfang bekommen hat und eben ob die Signatur stimmt. Welche Informationen sind denn jetzt verborgen geblieben? Also was hat denn Bob zum Beispiel jetzt in diesem Fall nicht erfahren? Ja? Genau, also das Passwort von Alice hat Bob nicht erfahren. Bob hat nur erfahren, dass ja, das ist Alice und sie hat sich dem Provider gegenüber ausgewiesen. Was hat der Provider nicht erfahren? Hat der Provider alles erfahren? Gibt es irgendeine Information, die der Provider nicht hatte? Einfach machen Sie mal 50-50 Chance. Gibt es eine Information, die der Provider nicht erfahren hat? Oder hat der Provider alles erfahren? Ja, er hat alles erfahren. Genau, also Passwort kennt er, Handle kennt er, er weiß, wo sich, bei wem sich Alice einloggt, weil von dort kommt die Anfrage. Genau, das Passwort kennt er, den Handle, Zeitstempel. Weiß ja alles. Okay, so ist das halt. Aber was ist der Vorteil jetzt für Alice? Weshalb ist dieser Vorteil günstiger in der Webwelt als vielleicht Kerberos? Ja? Ja, aber ich meine, auch hier bei Kerberos musste man sich ja nur ein Passwort merken. Und dann kam man Tickets. Aber wie sieht denn das Web im Vergleich zum Unternehmensnetzwerk aus? Was vielleicht die Anzahl der Bobs angeht. Wie viele Bobs haben wir denn im Unternehmen? Wie viele Bobs haben wir in der Welt, im Internet? Ja? Genau, also da können beliebig viele Dienste angeboten existieren. Wie Philipp schon sagte, man muss sich nicht registrieren, man muss nur die Software unterstützen, diese Rolle unterstützen und dann kann sich Alice einfach einloggen, authentifizieren, indem sie sagt, ich möchte mein OpenID verwenden, ohne dass ich jemals bei dir irgendeinen Account angelegt habe. Und das ist ganz praktisch für Alice, sie verwendet überall ihren OpenID, sie kann sich authentifizieren, sie kann nachweisen, dass sie wirklich diese Alice ist, die zu dieser OpenID gehört. Aber sie hat kein Passwörter hinterlegt bei Bob und deshalb kann man diesen Ansatz bei ganz vielen Diensten im Internet nutzen. Ist dann bequem für Alice, weil sie einfach nur an einer Stelle sich einloggen muss und die Anzahl der unterstützten Dienste beliebig wachsen kann. Okay. Genau. Okay. Mit aktueller Zeitung. Also Bob muss immer das gleiche Protokoll schützen. Und der Provider kann es beliebig komplizieren.
Okay. Genau. Zusammenfassung zu OpenID, genau, das ist der Hauptvorteil für den Provider, also für von den Consumer, also hier Bob, der eben diesen Dienst unterstützt, um zu erlauben, dass Nutzer sich bei ihm einloggen, ist es immer das Gleiche. Und für die Usability ist der Provider zuständig, der kann die verschiedenen Sicherheitsstufen unterstützen. Es ist ganz nett, der Benutzer, also der Alice kann jetzt auch die Provider frei wählen, es muss jetzt nicht example.com sein, AOL oder Google, oder kann man seinen Provider der Wahl wählen. Man kann verschiedene Authentifizierungsverfahren verwenden, genau, Chipcard, Fingerabdruck, SSL-Zertifikat, aktuelle Zeitung, mit Foto von sich. Genau, und es gibt viele Implementierungen und es wird sehr breit unterstützt. Eigentlich ganz nett. Oder? Was sind die Nachteile? Ja? Ja, also. Genau, also das ist ein Nachteil. Da könnte man überlegen, ob man. Genau, also diese Freiheit gibt man auf. Der kann alles schön protokollieren, was man sich angeschaut hat, zu welcher Zeit. Ja? Genau. Das stimmt, aber die Annahme ist ja, dass diese Provider sicherer arbeiten als der selbst aufgesetzte WordPress-Blog, den man mit verschlüsselten Passwörtern sichert. Genau, aber das ist so die Annahme, dass die einfach sicherer sind, aber halt alles mitbekommen. Okay, ja. Ja, aber das sind ja auch andere, also man kann den aber auch leicht, also zentraler absichern. Also wenn sie weniger Punkte zum Absichern haben, dann ist es natürlich günstiger. Was kann es noch für Probleme geben? Auf der nächsten Folie kommen die dann. Also es ist sowohl Vorteil als auch Nachteil, manche Aspekte. Also die OpenID-Accounts, 1 Milliarde gibt es. Das ist auch ein Nachteil. Wenn es 1 Milliarde Accounts gibt, wer ist man dann? Ich glaube, so war das zu interpretieren. Also was authentifiziert man denn dann letztlich, dass sich Alice eingeloggt, also wenn sie sich irgendwo einloggen, dann ist es manchmal ja auch die Frage des Anbieters, welche Informationen, also anhand welcher Kriterien er seinen Nutzer authentifizieren möchte, was ihm da wichtig ist. Und bei OpenID, wenn es ja unterschiedlich implementiert ist vom Provider, kann es auch unterschiedliche Aussagen treffen. Das kriege ich als Consumer gar nicht unbedingt mit. Was auch noch hinzukommt, der letzte Punkt, darauf wollte ich noch eingehen, ich werde auch noch dazu springen, aber es gibt auch sehr viele Varianten und Modi und was unterstützt wird, und das ist auch, was ist da der Nachteil? Ich glaube, dass es beliebig komplex werden kann. Noch ein paar Punkte zu den Mittleren. Das haben wir schon erwähnt. Okay. Der Grund, warum ihr einen Facebook-Button habt, ist, weil das ist sehr einfach. Könnt ihr euch schon vorstellen, das sieht schon ziemlich kompliziert aus. Das ist schon die einfache Form. Hier muss man zumindest auswendig, wo man den Account hat. Man kann ja überall erwarten, nicht nur bei Facebook, sondern bei Google, Yahoo, bei OpenID, AOL, Blogger, Live-Journal, WordPress und so weiter und so fort. Das heißt, das ist schon ein Problem, dass man sagt, ganz, ganz viele Accounts, in denen sich einen auswählen. Aber das kommt natürlich dadurch, dass wir beliebige Accounts erlauben wollen. Wir sagen, wir haben nur einen einzigen Provider, macht das aus der Nutzeroberfläche einfacher. Genau. Aber es ist natürlich nicht mehr so sicher und es erlaubt nicht mehr so viel Flexibilität. Und dann haben wir euch vorher gefragt, wer von euch hat einen OpenID-Account? Einer wusste, dass er einen hat, dann haben wir euch dann gezeigt, ihr habt alle OpenID-Account, ihr habt alle bestimmten Account, bei Steam oder Google. Alle auf recht. Ich muss mal sagen, 9 von 10 von euch. Und die Benutzer kennen das nicht, im Gegensatz zu Facebook Connect zum Beispiel. Das heißt, das ist auch noch ein Problem. Das ist kein technisches, sondern eher
Okay. Na gut, also, Hausaufgabe bis Donnerstag, morgen. Genau, loggen Sie sich da mal ein. Auf dieser Website OpenID Consumer App Spot. Mit einem OpenID-Account. Also, 9 von 10 werden einen OpenID-Account haben. Der 10. soll sich Gedanken machen, wie ein Cheat. Einfach mal beobachten, wer mit wem kommuniziert, wer ist in diese Kommunikation eingebunden. Wenn man sich einloggt, wenn man seine Credentials da eingibt, genau. Wie erfolgt die Kommunikation, also welchen Verkehr beobachtet man in Wireshark? Und nicht nur beobachten, sondern auch interpretieren. Das möchten wir morgen gern besprechen. Okay, kommen wir nochmal zurück zum Punkt, ja? Okay, kommen wir nochmal zurück. Vorhin hatten wir das Beispiel mit DNS Amplification und gehen wir nochmal auf die DNS Sicherheit ein. Wir hatten ja auch Iodine kennengelernt, hieß es glaube ich, zur DNS Routing, Tunneling. Und DNS ist ja ein Protokoll, das von verschiedenen, also eigentlich von sehr vielen Routern, allen irgendwie im Netz unterstützt wird. Das ist ja ein Basisdienst im Internet. Da ist es ja auch ein Angriffspunkt oder ein Punkt, der sich gut für Angriffe nutzen lässt. Und was ist denn DNS? So ganz kurz nochmal zusammengefasst, so Wiederholung. Das ist eigentlich, also was soll uns DNS liefern? DNS soll uns eine Namensauflösung geben. Wir haben eine menschenlesbare Namensform, aber wir wollen die abbilden auf entweder eine IPv4-Adresse, zu der wir routen wollen, also zu welcher IP gehört example.com. Dann haben wir eine Abbildung auf dem Mail-Server. Jetzt wollen wir ein Mail an info@example.com schicken. Welcher Mail-Server ist dafür zuständig? Auch da gibt es eine Abbildung. Oder welcher Name-Server verwaltet diese Information zu example.com? Also es sind verschiedene Werte, die in einer verteilten Infrastruktur gelagert werden. Also wenn ich meine DNS-Anfrage an den bei mir konfigurierten DNS-Server übergebe, dann antwortet, da weiß er das ja vielleicht nicht, sondern er leitet seine Suchanfrage weiter, also entweder iterativ, rekursiv, kann man unterschiedlich, gibt es unterschiedliche Ansätze, es gibt, aber es ist alles hierarchisch organisiert, also wir haben, die Domains sind ja hierarchisch aufgebaut, man hat die Domainendungen, man hat die Domainnamen und die Subdomains und all das ist in diesem DNS
eingetragen und auf diese Werte wollen wir zugreifen. Welche Komponenten gibt es, um diesen Dienst zu realisieren? Das, was auf der Client-Seite ist, ist ein sogenannter Stub-Resolver, der dafür sorgt, dass die DNS-Anfragen entgegengenommen werden vom Client. Also wenn ich hier eine DNS-Anfrage stelle, dann wird es daneben gestellt. Dieser stellt dann nach außen hin die Kommunikation auf und versucht, diese Anfrage aufzulösen. Und dann geht es zu dem ersten DNS-Server, der versucht, sie zu verarbeiten. Wenn er dafür nicht zuständig ist, dann reicht er sie weiter. Und es bis zur höchsten Ebene zur Not, also zum Root-Server, ist alles hierarchisch organisiert. Und genau, so werden die Suchanfragen weitergereicht, bis eben sie aufgelöst werden oder bis einer, der für die Oberdomain zuständig ist, sie dann nach unten weiterreichen kann. Und der Zuständige, also wenn wir jetzt example.com haben, dann gibt es einen, der eben für diese example.com-Namen zuständig ist und das ist der Authoritative Name Server, der die endgültige Information dazu enthält. So nochmal als Wiederholung. Betrachten wir mal dazu ein DNS-Beispiel, wenn wir jetzt example.com nochmal abrufen. Ich glaube, es ist nur ein Beispiel. Aber die Werte sind die dann so? Na gut, da muss ich dann auch schauen. Was die für einen Marktwert hat. Da! Was ist doch. Okay, also so sieht sie aus in unserem Beispiel. Genau, gehen wir nochmal zurück. Was steht da drin? Da steht drin, einmal das Mapping, genau diese Resource Records, die Abbildung auf eine IPv4-Adresse. Genau, example.com wird abgebildet auf diese IP und die Name-Server, die für example.com weiter zuständig sind, sind hier drüben. Also die sind als nächstes aufzurufen, wenn weitere Anfragen dazu existieren, beziehungsweise die verwalten die Informationen. Kurzes Beispiel, wo könnte denn hier ein Problem bestehen? Also sie schicken die Anfrage und das ist die Antwort. Was könnte denn, also ich male das mal auf, vielleicht ist es leichter zu erkennen. Also das sind Sie, Sie stellen eine Anfrage, Sie schicken die Anfrage an den DNS-Server und der schickt Ihnen die Antwort. Ja? Genau, sehr gut. Genau. Also auf dem Weg kann ja viel passieren und vor allem, das ist genau so lesbar, also es ist die Vertraulichkeit ist nicht gegeben, jeder kann es lesen, die Integrität ist nicht gegeben, es kann verändert werden auf dem Weg. Und wenn ein Angreifer es schafft, diese Name-Server-Adressen zu ändern oder allgemein irgendetwas zu ändern, dann hat er einen Einfluss auf das Verhalten des Anfragenden. Also Man-in-the-Middle-Angriff ist möglich. Gleich die Erklärung, genau, wie das genau aussieht. Also das ist eigentlich die Kurzaussage, also der kann Werte verändern und wenn ich example.com aufrufe, komme ich plötzlich, oder nehmen wir mal ein anderes Beispiel, Postbank, und dann komme ich auf eine schön gemachte gelbe Seite und ich soll PIN und TAN eingeben, weil ich mein Passwort vergessen habe, dann kann darüber schon ein Angriff erfolgen. Was könnte man denn hier noch machen als Angreifer? Sagen wir mal, wenn jetzt die Anfrage weitergeht in diesem hierarchischen DNS-Baum, wie würden Sie denn so ein Protokoll realisieren? Also wenn jetzt ganz viele nach example.com anfragen und Sie sind jetzt der DNS-Server für, was weiß ich, Vodafone oder Telekom oder für die Universität und Sie bekommen diese Anfrage, DNS-Anfrage minütlich 100 Mal, 1000 Mal. Sehen Sie da eine Optimierungsmöglichkeit? Ja. Genau, also man könnte ja cachen und wenn man cached, was könnte es da für Probleme geben? Ja. Genau, also man hat zwar einen Cache-Eintrag, sagen wir mal, man weiß nicht ganz genau, ob der valide ist, aber der bleibt erstmal drin. Genau, also die zwei Ansätze gibt es. Also wenn unser lokaler Stub-Resolver mit dem Authoritative
Name-Server kommuniziert, dann kann man genau die Inhalte der Nachricht beliebig ändern. Und wenn ich meinebank.de aufrufe, dann kommt da plötzlich eine schön gemachte Webseite mit der Aufforderung, eben meine ganzen persönlichen Daten einzugeben. Also es könnte ein Angreifer sein. DNS-Cache-Poisoning. Genau, die DNS-Server, die cachen die Abbildung, um eben die mehrfachen Anfragen leichter und schneller auszugeben. Und wenn man darin die Werte fälschen kann, indem man sie einfach sich entweder als Man-in-the-Middle einträgt oder sich falsche ganz... Super Verbindung. Ich bin aber kein Man-in-the-Middle dabei. Also, ja. Wenn ich hier Man-in-the-Middle bin, kann ich sowieso alles ändern. Aber ich bin einfach nur irgendein guter Nutzer. Das heißt, damit kann ich dann einen falschen Eintrag von postbank.de im Cache des DNS-Servers erzeugen. Und diesen Eintrag, der wird noch für die nächsten, weiß ich, nächste Stunde oder was ausgeliefert werden. Kann man dann auch selber die Antworten, die an den Hülsen? Ja. Also, es gibt Limits, kann ich sagen, es gibt eine Kleine aus. Genau. Genau. Dazu gibt es, wie würden Sie so ein Protokoll nennen? Ein sicheres DNS? Ach, sehr gut, genau. Also dazu gibt es, das ist ja kein Problem von heute, das ist seit 15 Jahren. Gibt es Lösungen dazu? Und zwar DNSSEC. Und die Hauptidee ist, dass man einfach diese Einträge, die Werte signiert und eine hierarchische PKI, also wir haben sowieso ein hierarchisches System und dann kann man auch eine hierarchische Public Key Infrastruktur etablieren, indem die Root DNS Server auch die die Kindknoten zertifizieren und so weiter, sodass quasi wir einen PKI-Zertifikatsbaum erhalten. Wenn Sie da aus Interesse nachlesen wollen, Request for Comments, also RFCs 4033 bis 35, erstmal, also es ist ganz schön, zum Teil umfangreich, also erstmal allgemeine Idee, welche neuen Typen es gibt, die müssen auch spezifiziert werden, wie der Protokollablauf angepasst werden muss. Stellen Sie das mal vor. Und zwar ist die Grundidee so, dass Sie zuerst einen neuen Eintrag, also Sie brauchen ja neue Typen. Also Sie können, vorher hatten wir nur A, MX und NS und noch ein paar andere, aber jetzt gibt es auch DNS-Key. Also Sie können Ihren öffentlichen Schlüssel
in der DNS-Antwort hinterlegen. Sieht dann so aus. Das ist der öffentliche Schlüssel. Was kann man damit machen, wenn wir jetzt den öffentlichen Schlüssel zu example.com haben? Naja, wir können... Idee? Also was kann man denn mit öffentlichen Schlüsseln machen? Ja? Ja. Das, ja. Wir können aber vor allem das andere noch machen. Wir können, verifizieren, dass es von example.com kommt. Ja, genau. Also wir können auch signieren. Also und vor allem können wir die Einträge, die dort drin sind, verifizieren. Und dann würde unser Beispiel, das wir ja hier hatten, dass wir hier nochmal einen Angreifer haben, der einfach viel früher die Antwort schickt, verhindern, weil wir feststellen, aha, der uns da antwortet, das ist ja gar nicht example.com, der uns antwortet, sondern das ist jemand anders. Okay, damit wir signieren können, brauchen wir auch neue Felder für genau, Signaturen. Und genau, wer signiert? Zum einen der für diesen Domain, für diese Zone authoritative ist, also der zuständig ist, der bestätigt, ja, diese Einträge hier signiere ich mit meinem öffentlichen Schlüssel, lassen sich mit meinem öffentlichen Schlüssel verifizieren und ich unterschreibe, dass die Einträge stimmen. Und jetzt kann kein Angreifer, der nicht den Private Key dazu enthält, der kann keine Antwort fälschen. Genau, und dazu gibt es das Feld RRSIG. Das sieht dann so aus. Da ist angegeben, auf welchen Eintrag es sich bezieht. Und genau, die dazugehörige Signatur. Jetzt haben wir also die Möglichkeit, okay, das ist unser öffentlicher Schlüssel, das ist die Signaturen zu den einzelnen Feldern. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass die öffentlichen Schlüssel auch miteinander in Beziehung stehen. Also, dass die Root-Name-Server die darunterliegenden Zonen signieren und so weiter, sodass eben eine Zertifikatskette entsteht. Genau, wie könnte so ein Beispiel aussehen, um erstmal das hier darzustellen. Wenn wir jetzt so eine Antwort haben, also hier die Anfrage, wer ist, das war die Anfrage, also wer ist die Mailserver, der Mailserver für x.w.example, ja, okay, dann sieht die Antwort so aus, dass es einmal den zuständigen Mail-Server-Eintrag gibt und dieser Wert ist auch signiert. Und wer ist für diese Name-Server, also für diese Einträge zuständig, ns1.example, ns2.example und auch diese Werte sind signiert. Also wir haben jetzt Signaturen zu den einzelnen Werten. Okay, genau, also ich habe schon vorausgegriffen, also was wir dazu benötigen und damit das alles funktioniert, ist eine hierarchische PKI. Das heißt, wir haben ja diese hierarchischen Aufbau schon, also Domainendungen, dann Domainnamen, dann Subdomains mit den unterschiedlichen Werten. Und dazu gibt es die passende PKI, in der jede Zone die nachgelagerten Zonen signiert. Also der COM-Endungs Root Name Server muss dazu alle nachgelagerten Zonen, das sind die Domains, signieren. Ja? Ja. Ja, die Frage ist, wie, also. Achso, Sie meinen, dass Sie weitere Einträge einfügen, die, also wahrscheinlich, nehme ich mal an, dass das Ganze auch noch signiert. Also nicht nur jeder einzelne Antrag. Oder? Kommen wir dazu noch. Ja.
Okay, also um noch das Thema DNS-Sec abzuschließen, also der letzte Punkt war, wie sich diese PKI etabliert. Und das Schöne ist, man muss es auf einem anderen Weg machen. Also die Vaterknoten in der Baumstruktur müssen auf anderen Knoten, also über andere Wege vertraulich sich nachweisen, dass sie wirklich diese Entitäten in dieser PKI sind, sich ihre öffentlichen Schlüssel darstellen, vielleicht machen sie auch einen Public, sondern so ein Key Party. Und die Parent Nodes müssen dann jeweils ihre Kindknoten zertifizieren. Und dieses Zertifikat, diese Signatur wird auch von den Kindknoten mitgeführt, dass ihr Zertifikat eben ihr Public Key valide ist. Ja. Genau. Genau, nur der Vaterknoten muss einem zertifizieren. Genau. Okay. Genau, und dann steht es dann im der DNS-Anfrage so als Zertifikat drin, durch den neuen DSRR-Typ. Also diese drei Felder sind hinzugekommen, DNS-Key, das ist des Vaterknotens, sein Zertifikat von unserem Knoten und die Signaturen zu den Feldern, das sind die hinzugekommen sind. Also zusammenfassend, eigentlich seit 15 Jahren dran Vorschläge gemacht, entwickelt seit 4 Jahren, jetzt über die Root-Zonen signiert und im Betrieb für einige Top-Level-Domains mittlerweile eigentlich gelöst. Die Frage ist nur, wie macht man den Umstieg? Und das ist dann immer so eine Frage, solange das alte, extrem weit verbreitete Protokoll DNS noch in Nutzung ist, ist es eben schwierig, verbindlich auf DNS-Sec umzusteigen. Das sieht man auch bei IPv4, IPv6-Umstieg. Und immer wenn quasi ein komplett verbreitetes Basisprotokoll ausgetauscht werden muss, ist es schwierig. Weil es oft nicht eben nicht inkrementell geht, dass man das alte einfach ein bisschen erweitert. Ja, aber genau dann, wenn es inkrementell ist, dauert es ja ewig lange. Also, wenn man nicht muss, also bei IPv6 ist irgendwann mal alle. Genau. Weil das so switch die. Aber die Frage ist, ab wann soll ein DNS-Server nicht mehr den DNS unterstützen? Genau, aber das ist die Frage, wann entscheidet die Zone, dass es nur noch DNS-Sec unterstützt? Und das ist, gibt es da schon so eine Zone, außer MIL? Ja, .gov wird die nächste sein. Also, okay. Viel einfacher, wenn man relativ wenig Leute hat. Kunden ja. Also, .com und .de werden wahrscheinlich noch ähnlich halt brauchen. Das glaube ich auch, genau. Beschränkte Zonen und auch die neuen Zonen, die müssen jetzt alle können. Okay, genau, und damit entlassen wir Sie und wir treffen uns morgen mit Anonymität im Internet. Auch ein spannendes Thema.